Ey, ich sag, hol den Wein und du bringst gleich die Schlaftabletten mit. Man muss kein Profi sein, um zu begreifen, das verträgt sich nicht. Nein, nein. Deine nichtssagende Parts werden mit jedem Satz schlimmer. Sogar die Audio klingt nach einem fucking Sepia-Filter. Und jetzt willst du mir was von Vibes erzählen? Mach mich doch nicht aggressiv. Du transportierst eine Atmosphäre spannend wie ein Amtstermin. Langweiliger Shit, während ich so abnormale Flows hab, dass es niemandem wundern würde, wenn dir davor mal der Kopf platzt. Und du behauptest frech, dass hier nicht jeder Flow perfekt sitzt. Aber du kannst das doch gar nicht beurteilen, hier ist selbst Yoga noch zu hektisch. Setz mich hin und ess ein Brot, doch wegen des Restless-Feed-Syndroms muss ich dir danach trotzdem paar Mal in deine Fresse treten, Bro. Dass der Wahrheit entspricht, kannst du hier leider nur erahnen. Deine Fronts in so einem Jahr könnte sein oder kein Plan. Scheißegal, ob der Tisch wackelt oder nicht, ich mein, was ändert das? Unterm Strich bist du es, der sein Poloshirt bekleckert. Was? Abbringt mich statt Donuts diese Internetgestalten. Ich kann mir vor lauter Dopamin das Grinsen nicht verkneifen. Und setz dich zum Blick fick an, dreht deine Mami sich zur Seite. Da schreiben sich die Onlyfans-Bars praktisch von alleine. Schade, dass dir unsere Harmonien bei Malle nicht gefallen. Aber was für Bassstimmen, Brian und Shirley sind doch allerhöchstens alt. Stay mit deiner Stimmgewalt, hätte ich mein Maul nicht aufgerissen. Um in deinem Beat unterzugehen, hättest du ihn nicht lauter machen müssen. Ey, du juckst dir keine Sau, aber klar bist du der Hauptcharakter in einem Game, das ich gerade im Ladebildschirm aufgehangen hat. Easy win, Junge, guck, ich speedrunne hier durchs Turnier. Hol den Wein, 3 Minuten durchgespielt, cheer.